Buddha hat es anders ausgedrückt, er hat nicht Schmerzkörper gesagt, sondern er hat Leiden gesagt. Dukkha. Und wir sind eigentlich ständig dabei, uns die Nahrung für Dukkha zu holen. Nichts außer Leiden gibt es, was entsteht, und nichts außer Leiden, was sich auflöst. Das, was uns ausmacht, diese fünf Khandas, Körper und die vier geistigen Khandas, wird vom Buddha, werden die auch Mara genannt, das Üble. Oder es wird Anhaftungsgruppe genannt. Oder Anhäufungsgruppe. Oder man könnte auch sagen, die fünf Verdichtungsgruppen, so könnte man auch sagen. Das, was in diesem klafterlangen Körper und Geist, der uns ausmacht, der praktisch in diesem Raum, in dieser Welt, in der wir uns befinden, wo eben diese fünf Khandas beinhaltet sind, wo diese Verdichtungen zu finden sind. Und das ist unsere Aufgabe, den Geist von diesen Verdichtungen mehr und mehr zu befreien. Ja, vielleicht ganz kurz zu den zwischenmenschlichen Beziehungen, wobei ich denke, auch eben, dass da eben auch dieses Wahlprogramm möglich ist, dass da auch ganz großes Missverständnis oft besteht, was, wofür zwischenmenschliche Beziehungen da sind. Wird oft gedacht, dass der Partner oder die Beziehungen dafür da sind, uns glücklich zu machen. Und das haben wir wahrscheinlich alle schon probiert und das funktioniert natürlich nicht. Da ist jeder überfordert. Das kann auch nicht funktionieren. Warum wir Partnerschaften haben oder warum zwischenmenschliche Kontakte da sind oder warum überhaupt das Leben da ist und Situationen auf uns zukommen, ist, damit wir bewusster werden können. Und das ist das Interessante, dass das Leben uns eigentlich ständig Situationen bietet, ob es durch zwischenmenschliche Kontakte ist oder durch andere Kontakte, wo wir bewusster werden können. Aber was machen wir aus diesen Chancen? Ja, die meiste Zeit versuchen wir, denen auszuweichen. Also zum Beispiel, ein Partner sagt irgendwas oder benimmt sich irgendwie und Ärger kommt in uns hoch. Wir fühlen uns verletzt, das kann er doch nicht machen. So kann man doch nicht miteinander umgehen. Wir fühlen uns verletzt. Alte Verletzungen, alte Blockaden, alte Wunden kommen hoch. Und natürlich, was passiert? Ja, wir sind beleidigt. Wir reagieren natürlich mit Ablehnung, mit Negativität und schaffen uns selber eine unangenehme Welt und natürlich auch in diesem Kreislauf, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung schaffen wir eine unangenehme Welt. Wir reagieren, auf unsere Reaktion reagiert dann wieder der Partner und so kommen diese Teufelskreise, diese Kleinkriege, die ja jeder kennt aus Partnerschaften, kommen so zustande. Diese vielen, vielen Kleinkriege, die in Partnerschaften stattfinden, die führen dann dazu, dass es auch die großen Kriege gibt. Es ist nichts anderes wie eine Ansammlung von diesen Kleinkriegen. Weil eben jeder sich berechtigt fühlt, dass er reagieren kann und nicht versteht, was wirklich da passiert, was wirklich der Sinn von so einer Begegnung ist, von so einer Konfrontation ist. Wir könnten es nämlich auch ganz, ganz anders verwenden. Anstatt in die Reaktion zu gehen, anstatt in den Ärger zu gehen, anstatt in das Beleidigtsein zu gehen, anstatt in die Wut zu gehen, anstatt in die Eifersucht zu gehen, in den Neid zu gehen, könnte man das auch als Anlass verwenden, heiler zu werden, bewusster zu werden und nicht drauf zu reagieren, sondern eine Wahl zu treffen. Wahrnehmen, annehmen, heilen lassen. Der andere sagt was und da kommt was hoch in mir. Da kommt eine alte Blockade, eine alte Verletzung wird da angesprochen, die kommt hoch. Und jetzt mal sich klar machen, durch das, dass diese Blockade hochkommt, dass dieses Hindernis hochkommt, dass diese Verletzung hochkommt, habe ich die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Habe ich die Möglichkeit des Heilwerdens.
Habe ich die Möglichkeit, das anzunehmen, mich dem hinzugeben und das heilen zu lassen?